Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch das Matrosenmesser von der Firma MFH etwas näher vorstellen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch gleich bedanken bei jemandem. Und zwar möchte ich mich bedanken beim Henning von der Firma Outdoor & More, der mir dieses Messer nämlich geschenkt hat. Kleine Anekdote dazu, dass es keine Werbeveranstaltung wird. Der Henning hat jedes Jahr in München auf dem Tollwood einen Stand für Outdoor- und Survival-Gegenstände und den besuche ich jedes Jahr, diesen Stand. Ich habe da auch schon öfters was gekauft und wollte mir schon immer dieses Matrosenmesser kaufen, habe es aber nie gemacht. Ich weiß eigentlich nicht, warum. Lange Rede, kurzer Sinn. Vor einer Woche war ich wieder auf dem Tollwood und habe einen Henning wieder besucht. Und dann hat er mir das Matrosenmesser zu Weihnachten geschenkt und auch als kleines Dankeschön, weil ich ihm im Sommer einen riesigen Brocken selbstgefundenen Kienspan geschenkt habe. Und dafür wollte er sich auch bedanken. Auf diesem Weg jetzt nochmal, Henning, wenn du das Video siehst, vielen lieben Dank für das Matrosenmesser. Es ist jetzt gerade wirklich eins von meinen Lieblingsmessern. Ein ganz tolles Teil. Und das möchte ich euch jetzt vorstellen. Und mir bleibt, wie vor jedem Video, nur zu sagen, viel Spaß dabei. So, dann kommen wir zunächst einmal, wie immer, zu den technischen Daten. Also, die Klinge hat eine Länge von 12,7 cm. Das bedeutet, das Messer fällt unter das Mitführverbot wegen 0,7 cm. Ich muss es gleich dazu sagen, mich interessiert es wirklich nie so, wie lang das Messer ist. Meistens habe ich ja auch einen plausiblen Grund und mich hat ja auch schon die Polizei aufgehalten und ich habe mich dann einfach mit dem Satz, was wollt's machen, wollt's mich einsperren, verteidigt und habe dann auch nie wieder irgendetwas gehört und das Messer wurde mir auch nicht weggenommen. Also ich sehe dem Ganzen ein bisschen relaxter entgegen, wie vielleicht der ein oder andere. Aber das muss jeder selber wissen, ob er sich das traut oder nicht. Für mich war das noch nie ein Grund, dass ich ein Messer nicht mitnehme, weil es länger wie 12 cm ist. Egal. So, weiter geht's. Die Klingenstärke beträgt 3 mm. Das ganze Messer ist ein Full Tang und aus einem 420er rostfreien Stahl. Das Messer besitzt einen Flachschliff, weshalb man es wirklich auf eine perverse Schärfe schleifen kann. Was auch sinnvoll ist als Matrosenmesser, weil man ja meistens überwiegend damit Seile und Taue durchschneiden muss. Und das funktioniert mit dem Messer einwandfrei. Weiter geht es mit dem Griff. Der Griff ist 11,2 cm lang, ist aus Hartholz, ist lasiert, ist mit zwei Spinden an dem Klingenmaterial befestigt, wie man hier sieht, und hat hinten noch eine Öse für einen Lanyard. Durch die geschwungene Griffform liegt das Messer wirklich sehr, sehr gut in der Hand und es lässt sich damit angenehm arbeiten. Das Messer hat ein Gewicht von 140 Gramm ohne Scheide und ein Gewicht von 182 Gramm mit der Scheide. Es ist wirklich ein Leichtgewicht und besonders für Leute, die auf leichtes Gepäck abfahren, eine Empfehlung auf alle Fälle. Ja, das waren jetzt also die technischen Daten und wie ich anfangs schon erwähnt habe, durch den Flachschliff bringt man es auf eine wirklich sehr, sehr gute Schärfe und das braucht man zum Beispiel, um Seile und Schnüre durchschneiden zu können, wie man hier schön sehen kann. Also wirklich Seile und Schnüre in jeder Dicke. Ich habe hier einfach mal ein paar Dicken ausprobiert und habe wurstmäßig einfach Stücke runtergeschnitten und es funktioniert einwandfrei, wie man hier sehen kann. Also es gleitet
es gleitet durch die Taue durch. Aber das erwarte ich natürlich auch von einem Matrosenmesser. Dementsprechend, um das gleich zu komplimentieren, dementsprechend lässt sich mit dem Messer auch sehr gut schnitzen. Ich habe es jetzt ein paar Mal schon ausprobiert und jetzt nur für das Video habe ich jetzt einen alten Stock genommen, der den ganzen Sommer durchgetrocknet ist. Und ich habe hier, wie man hier sieht, die Spitze ein bisschen geschnitzt und es geht einwandfrei. Also das Ding ist sauscharf und es geht wirklich einwandfrei. Ich werde hier nicht den Papierschnitt-Test machen, nein, weil den finde ich nämlich immer ein bisschen albern. Aber ich habe extra für euch einen anderen Test vorbereitet. Und zwar habe ich einen Monat lang meine Post nicht aufgemacht. Da wird noch einiges jetzt dann auf mich zukommen. Freude, Freude. Um euch jetzt zu zeigen, wie das Matrosenmesser einwandfrei Briefe öffnet. Wie man hier wunderschön sehen kann. Ein Brief, noch ein Brief, noch ein Brief, noch ein Brief. Das geht also wirklich einwandfrei. So, jetzt kommen wir noch ganz kurz zur Scheide und zwar wirklich ganz kurz, denn das ist das einzige Manko, was ich bei dem Messer habe. Die Scheide ist eine ganz normale Lederscheide, nichts Besonderes. Und innen drin ist eine abgeschnittene Kunststoffschale, wahrscheinlich eine Scheide von irgendeinem anderen Messer, keine Ahnung. Und wie man hier sieht, das Messer hält auch nicht wirklich gut in seiner Scheide. Macht aber nichts, weil ich bastel mir sowieso eine aus Kydex. Dann kommen wir zum Fazit. Also, ich mag das Messer. Ich finde, es ist wirklich eine tolle Alternative zu den Mora-Messern oder zu den Hulterforce-Messern. Natürlich ersetzt es jetzt kein grobes Hackmesser oder irgendeinen schweren Bomber, das ist schon klar. Aber für draußen zum Dabeihaben echt ein tolles, schickes Teil. Und ich bin mir auch sicher, dass mir das Teil auch im nächsten Sommer gute Dienste leisten wird, weil im nächsten Sommer wird es dann wirklich auf Herz und Nieren getestet. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht konnte ich ja den ein oder anderen vom MFH Matrosenmesser überzeugen. Viele Grüße. Viel Spaß draußen im Wald. Nicht vergessen, immer gegen Nazis. Ihr wisst Bescheid mittlerweile, schätze ich mal. Ja, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Nochmals viele Grüße, sagt der Autotroll.